Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, heute kommt mal ein komplett anderes Video. Ja, unser Test heute mal die Intelligenz von drei Minecraft-Spielern. Ja, und zwar haben wir einmal Shadow Gamer, dann Bright Gamer und Gamimi. Und ja, ich habe für diesen kleinen Parcours halt aufgebaut. Ja, und ich werde mal gucken, wer von diesen drei der intelligenteste ist. Genau, die Herausforderung, die sie meistern müssen, ist einmal dieser Raum. Und zwar müssen die hier halt den Jump'n'Run laufen, als sie auch nochmal an die Decke gucken, dann an der Decke steht nämlich die Lösung zum Jump'n'Run. Dann als zweites Level, ja, müssen sie diesen Lavafluss überqueren, ja, und das ist manchmal wohl die simpelste Idee, wo halt auch, ja, die eigentliche Idee, ja, sie müssen dann mit dem Boot rüberkommen, ja, und das hat ein bisschen gedauert, ehe die da drauf gekommen sind, ja. So, danach kommt hier in diesen Raum und hier müssen sie halt einfach hier nur einmal so hochkommen, ja, und müssen in diesen Schalter umlegen und da durchkommen. Das hat auch ein bisschen gedauert, ehe die hier, ja, mit diesem, ja, Treppensystem da hier klar gekommen sind. Und dann die zwei letzten Räume sind eine kleine Raderäume und da müssen wir hier erraten, welcher von diesen Blöcken kann ihnen nicht helfen. Und im nächsten Raum müssen die diese Gleichung lösen, mit welchen Blöcken hängt das ja einfach zusammen. Und ja Leute, wie ihr seht, ich mache das hier mal ohne Shader. Ich dachte, das passt mir besser als ja hier mit Shader. Und ja, ich habe jetzt so lange gelabert, ja, und ich lasse euch jetzt nicht mehr so lange warten, ja. Ihr sollt jetzt mal gespannt sein, wer von diesen drei wohl der intelligenteste ist. Ja, und schreibt es auch mal in die Kommentare, wer von den dreien ist der intelligenteste. Und ja, ich würde sagen, ich glaube ja gar nicht mal lange. Ich fange einfach direkt mal an. Genau, Level Nummer 1. Du musst an dieses Ende hier kommen. An diese Tür musst du rankommen. Du musst das erstmal hier in Jump'n'Run erstmal hier leisten. Meistern. Ja, musst du das Jump'n'Run einmal hier meistern. Sind da unsichtbare Blöcke? Warte mal. Nein, ich kann es nicht sehen. Ich bin ja irgendwie Adventure. Ist am Boden was oder an der Decke? Ich kann aber den Jump da nicht schaffen, oder? Hä? Du musst jetzt darüber kommen. Wo? Geht ja. Das geht hier. Gar nicht. Es geht. Hä? Ja, so geht's natürlich nicht. Warte mal. Nee, das geht nicht. Du musst schon einmal da so rumlaufen. Kannst du das? Du musst schon die Springtaste drücken. Kann ich vielleicht einfach... Nein, okay. Ich weiß, ich schaue mal, ob hier irgendwie Blöcke hier oben sind oder so. Es gibt ja einen Lösungsweg. Eigentlich kann man ja Barrier-Blöcke sehen, wenn man sie anfasst wie... Nee, im Adventure-Modus funktioniert sowas nicht. Oh mein... Wieso... Bah! Okay, also in Jump'n'Run wissen wir jetzt auch schon mal, wie du bist. Hä? Mann. Perfekt. Hä? Ich bin zu blöd dafür. Warte mal kurz. Ich überleg. Ich bin auch zu... Also, du musst schon bis da hinten hinkommen, ja? Also... Ja, ja. Und? Denkst du schon, du hast den Lösungsweg? Nee. Irgendwie noch nicht. Okay, du suchst dir was hier am Boden, gell? Ja. Es hat aber auch nichts mit den Lichtern irgendwie zu tun, oder? Selbst herausfinden. Weil irgendwas hat doch damit was zu tun, oder nicht? Ach so, nee, das ist nur, dass ich da nicht hinspringen kann. Aha. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Der Lösungsweg ist hier in diesem Raum. Also hier siehst du, ja, wo die ganzen Blöcke sind. Guck einfach mal so nach vorne. Okay. Also nach vorne, guck dir Blöcke an, guck dir dich im ganzen Raum mal einmal um. Also hier ist ein Licht. Doch, es hat was mit den Lichtern zu tun, aber ich kann doch auch nicht dahin jumpen, oder? Okay, also du hast alles am schnellsten von allen gecheckt. Ja, Shadow Gamer hat es gerafft, er hat's gerafft. Jetzt hast du es gecheckt. Ja, ich hab's gecheckt. Okay. Ich bin einfach gut in dem Spiel. Hashtag Gamimi Pro. Ja, oh mein Gott, ich fühl mich gerade so schlau irgendwie. Ja, Mann, ja. Er hat's geschafft. Ja, jetzt aber. So, das zweite Level. Du musst über diesen Lavasee einmal hier kommen. Ich kann, it's no joke, ich kann es wirklich gar nicht brauen. Du musst über diesen Lavasee kommen. Genau, du darfst alles nehmen, was hier rumsteht, auch das, was alles in der Kiste ist. Du musst über diesen Lavasee kommen, du kannst alles nehmen, was hier in der Kiste ist. Darf ich nicht bauen? Bauen kannst du überhaupt nicht. Ich hoffe, ich muss einfach keine Maschine bauen. Ich werde keine Spitze. Ich brauche nur eine Fire Resistance Potion, also. Oder eine Jump Boost Potion. Ich kann halt eigentlich nicht brauen, ne? Ich hab eine Idee. Ich denke, du willst halt, dass man braut. Du hast ja Sand, du hast ja Eisenerze im Inventar, die kannst du ganz einfach dann im Schmelzofen machen. Oder auch im normalen Ofen, ist eigentlich wurscht. Nur hier geht's halt schneller. Also das andere ist alles unnötig. Kannst du Rüstung machen, also. Ich bin nicht dumm, okay? Hör auf, so zu tun. Ja gut, jetzt muss ich halt warten. Aber theoretisch könnte man sich doch auch einfach eine Rüstung machen. Okay. Weil, also braun, das ist meine einzigste Chance, weil braun kann ich nicht. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren spielst du von Minecraft? 2, 3 Jahre, keine Ahnung. Gut, dann solltest du das vielleicht hinbekommen. Limitiertes Spinnenauge ist doch eng. Das würde
wenn du da fermentierte Spinnenauge machst, dann lässt du nur einen Trank drinne. Ja, ich weiß, das ist doch Gift oder Blind, ne, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber schau mal. Oh Mann, man kann hier bauen. Nichts bauen. Dieses Redstone macht mich einfach nur nervös. Es ist nichts Technisches. Das Redstone kann man halt für Tränke, ja, verwenden. Ja, mit Brauerei bin ich nicht so gut in Minecraft. Sprungkraft. Aber ich glaube, ist es nicht zu wenig Sprungkraft, dass ich da rüberkomme? Es ist ja nur Sprungkraft 1 und ich kann es aber nur mit Redstone upgraden, oder? Das ist nur die Verlängerung, aber... Ich habe eine Idee, warte. Leute, denkt ihr, Shadow Gamer kann den Lavafluss so überqueren? Mann! Ich wollte ein Boot machen. Deine Tränke sind fertig. Genau, das passiert, wenn du ein vermehrtes Spinnauge nimmst, damit der Trank schlecht. Mhm. Genauso Rüstung würde ich auf jeden Fall mal nehmen. Wie lange spielst du eigentlich schon Minecraft? Wie lange spielst du schon Minecraft? 1.7, glaube ich. Ja, aber das bringt doch nichts, oder? Ich probiere nochmal irgendwie mit Boot oder so. Du hast ja gesagt, ich war nah dran, hä? Was? Nah dran, nur? Ah, nicht so. Oh, Sprungkraft! Ob du es schaffst, weiß ich nicht. Die Situation hätte es nur verlängert, den Trank. Ja! Okay, also ich kann den Fehler wohl nicht beheben. Okay, das war jetzt ja eine Lösung, wie du rüberkamst, gell? Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Also ich habe wirklich keinen Plan, glaube ich. Hä, welchen anderen Weg? Wow, das geht. Und gut, ich krieg's wohl nicht so gefixt. Okay, warte. Ja. Ah, doch, ich hab's geschafft. Okay. Denkst du, du kannst damit 8 Blöcke weit springen? Ja, perfekt. Verbrennt. Okay, das wäre eine Möglichkeit, hier rüberzukommen. Aber versuch mal nur mal mit dem Holzmann. Das ist der eigentliche Lösungsweg. Du brauchst erst nur mal das Holz. Weißt du, was du craften könntest, um da rüberzukommen? Ich muss kurz überlegen. Mit was kann man in Minecraft über Wasser fahren? Ich craft immer zur Sicherheit 4. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Nimm das da. Ja, ich kann nichts platzieren. Also was soll ich craften? Ein was? Boot? Kann ich Boote platzieren? Boote kannst du platzieren. Ja moin, dann weiß ich's. Und mit dem Booten warst du schon ganz richtig. Ja, aber mit dem, man kann halt kein Boot platzieren, ne? Du brauchst mehrere Boote. So drei wären schon ganz optimal. Also du warst schon richtig mit dem Hinplatzieren, nur da ist noch was dabei machen müssen. Also du musst dabei halt noch sprinten und halt auch springen. Ach so. Ja, das war schon einmal ganz richtig. Jetzt hättest du nur noch in dem Moment noch das zweite machen müssen. Also. Ja, ich muss das Boot drauf. Ja, Gaming mir hat's geschafft. Du meinst da rüberspringen und dann immer unter mir platzieren. Ja, also, genau also. So. Wenn das kannst, kannst du halt mal bei deinen Freunden angeben. Nein! Oh, ja. Okay, willst du sagen, dann jetzt einfach weiter, oder? Ja. Du musst, hier oben ist so ein Hebel, den musst du umhebeln und ja, muss ihn wieder hochkommen. Ich weiß es. Da oben ist ein Eingang und da oben ist ein Loch. Hier hat, ja, warte. So. Irgendwas, ich glaube, ich muss hier irgendwie auf die Tür nicht backen, wie das auch immer geht. Ja, also. Ja, da ist es gerade. So, hier ist die nächste Challenge. Da oben ist ein Hebel, diesen Hebel musst du einfach nur, ja, schalten. Ja. Okay, das war ja mal mega easy. Jetzt muss ich nur noch irgendwie das schaffen. Ja, nein. Ah. Mach's ein bisschen länger. Nicht allzu kurz. Wie? Nein, noch länger draufgreifen. Ja, ich hab schon eine Ahnung, wie das gehen könnte. Aber ich weiß auf jeden Fall schon. Ach, nein. Ja, nein, nee, ich mach's länger, so schnell. Da oben ist ein Hebel. Ja, die muss einmal umschalten. Ich kann halt Jump'n'Run nicht wirklich gut, muss ich sagen. Ja. Und das muss dann noch fix in den Hebel und dann da reinspringen. Hä? Ach so, jetzt habe ich ihn erst gesehen, okay. Was? Ja. Das heißt, du musst jetzt einmal schnell regeln und den Hebel dann einmal umschalten. Okay, jetzt bist du wieder gut drauf. Ja! Okay, und jetzt kannst du dich erstmal hier draufstellen. Okay, Hebel an. Ja, ich treffe den Hebel halt nicht. Okay. Hä, wie soll ich das? Ich glaube, ich stelle mich gerade ziemlich blöd an. Ja, kann möglich sein. Hab's. Ja, jetzt musst du nur noch rein. Hä? Also den Weg hier hoch und jetzt kannst du da durchgehen. Nochmal. Genau, ja. Ja, pass auf, ja. Am besten, wenn du hier stehst, dann darfst du mal stehen bleiben. Genau, stehen bleiben. So, da musst du jetzt so rüber. Und du musst jetzt versuchen, dich zu, ja, zum Liegen hinzubekommen. Ich muss irgendwie die Falltür hier zubringen. Wait, da unten kann ich jetzt durch, oder was? Nein, ist doch... Nein! Kannst du nicht. Ja, also so macht man das auf jeden Fall. Ach so, ich weiß, wie es... Ja, aber geht das? Okay.
Ja? Ja. Oh ja. Schafft er es? Ja, er ist geschafft. Und jetzt musst du da durch. Hä? Ich weiß nicht, kennst du das, sobald du von einem Block gedrückt bist? Ja. Genau, und dann kann man dazu da lang schwimmen, lang krabbeln. Okay, ich weiß, was du meinst. Oh ja, okay, das direkt beim ersten Versuch hier. Okay, und jetzt muss man jetzt nur noch hier einmal reingehen. Ja, ich weiß schon. Hä, da kann man nicht rein. Man kann da rein. Ja, das kenne ich, den Trick. Oh ja, Digga, erstmal richtig fresh, immer so geschafft. Genau, so, und ab hier ist jetzt, also hier steht Hilfe. So, und es gibt einen Block, der passt nicht, ja, zum Schild Hilfe. Der Eisenblock steht für den Eisengolem, der Wolle für Schaf, halt so, also, ja. Und Schneemann, und Schnee halt für Schneegolem, Schneemann. Hier steht da Hilfe drauf und du musst erst gucken, welcher Block bietet, ich sag mal, keine Hilfe. Du hast als Hilfe hier Hilfe. Es gibt zwei Blöcke, die können dir helfen und es gibt einen Block, der kann dir nicht helfen. Und in den, der mir nicht helfen kann, soll ich reingehen? Genau. Schneemann. Na doch, der hilft dir, aber ein Bett, du kannst damit ja dir ein Bett machen und der hilft dir ja. Na okay, nee, am wenigsten eigentlich von allen drei hilft eigentlich das nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Du siehst bei jedem das Gleiche, also von dir aus siehst du nicht, welches falsch ist. Ich würde schauen, irgendwann. Oh, okay. So, hier. A plus B ist gleich X und B plus A ist gleich X. Und das bezieht sich halt auf diese drei Blöcke, die vor dir sind. Ja. Was ist, wenn A plus B ist gleich X und B plus A ist gleich X? Was, welcher Block gehört nicht dazu? A plus B ist gleich X und B plus A ist gleich X. Wie könnte das hier gemeint sein? Oh. Habt ihr schon in der Schule was mit Buchstaben so rechnen? Ja. Puh, schwierig. Ich weiß nicht, hast du schon mal sowas in der Schule gehabt mit Buchstaben? Ja, das schon. Genau. Dieses Jahr. Warte. Ja, aber ich weiß jetzt nicht für... Nee, das ist falsch. Tschüss. Also das ist so gemeint, wenn du brauchst das und das und dann entsteht das. Und wenn du das und das... nimmst, dann entsteht das. Halt nur in einer anderen Reihenfolge. Okay, Gemimi hat's geschafft. Aber bei X muss doch dann das da sein. Als wenn A plus B gleich... Also A plus B ist gleich X. Ja. Und wenn B plus A ist auch gleich X. Ja. So, und es gibt halt einer von diesen Blöcken und da passt halt nicht dazu. Ah. Ich ehrlich bin kein Plan. Ich kann eigentlich nur raten. Irgendwie... Also, ein kleiner Tipp, du bist ja gerade in Obsidian reingelaufen, das war falsch. Und jetzt verbinden wir das Obsidian mal mit dieser Rechnung. Man braucht das und dann entsteht das. Und wenn man dasselbe nur anders da herum nimmt, dann entsteht, ja, halt was anderes. A plus B ist gleich X und B plus A ist gleich X. Obi, ich gehe einfach. Das war falsch. Ich raff's, ich bin dafür gerade echt zu blöd irgendwie. Ich weiß es nicht. Und ja. Wow. Yay, du hast das geschafft. Tschüss. Verstanden, sobald du Wasser und Stein nimmst, entsteht... Ja, also sobald du Lava und Wasser nimmst. So. Genau, hier hast du ein Druckplan mit schönem Feuerwerk einmal hier. Ja, wie schätzt du dich so ein von deiner Intelligenz? Na gut. Was glaubst du, welches IQ hast du von 0 bis 100? 80? Ich meine... ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, fandet ihr, Gamini war schlau und schreibt mal sein IQ mal in die Kommentare, ja? Damit wir mal wissen, okay, ist Gamini jetzt wirklich so schlau, wie er aussieht oder nicht? So, und wie fandest du das Rätsel? Fandest du schwer? Ja, aber auf jeden Fall gut gemacht. Ja, schwer, würde ich sagen. Geht, denkst mittel. Du? Wenn man sich, wenn, bei dem letzten fand ich schwer, da bin ich nicht so richtig zurückgekommen. Aber davor, das ging. Also wenn man da mal, eigentlich ging das. Ich habe mich zwar blöd dafür angestellt, aber trotzdem finde ich, eigentlich sollte es gut gehen. Mittel. Ja, Leute, so ist die Intelligenz von Shadow Gamer. Findet ihr, er war, also, fandet ihr, er hat's gut gemacht, fandet ihr, er war schlau? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr fandet, dass Shadow, Gamer schlau war. Ja, Bright Gamer hat das auch wieder geschafft, Leute. Ja, also, fandest du, war es eigentlich sehr, sehr schlau? Also sehr intelligent? Oder fandest du diesen Test ein bisschen schwieriger? Ich glaube, ja, ich habe nicht so gut abgeschnitten, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wie würdest du so dein IQ so einschätzen? 0 ist das dümmste, 100 ist das schlauste? Würde ich mal so eine 50 dazwischen sagen. Okay. Leute, schreibt mal in die Kommentare, fandet ihr, dass Bright Gamer eigentlich relativ schlau war für diesen Test? Also schreibt mal, ob er schlau war oder ob er jetzt ja nicht ganz so intelligent war. Ja, wird uns beide auf jeden Fall mal interessieren.
So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo da lassen und dann noch gerne noch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde mal sehr, sehr ein Like freuen, Leute. Ja. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.